und herzlich willkommen bei Backen mit Inge, Claudia oder einfach meiner Wenigkeit, mir. Wir machen heute eine super leckere Nussbodize, passend zur kommenden Weihnachtszeit. Ja, und ich zeige euch einfach, wie einfach das sein kann. Viel Spaß beim Nachmachen! Für unsere Nussbodize brauchen wir folgende Zutaten. Also wir haben hier einmal Rosinen, dann zwei Eier, geriebene Walnüsse oder Haselnüsse, das ist Geschmackssache, dann Milch, ich nehme ja meistens oder eigentlich immer Milchalternative, man kann hier natürlich auch ganz normale Milch nehmen, dann entweder nur Zimt oder ich habe hier ein Kuchengewürz von Hildegard, wenn man so schon nennt, Hildegards Kuchengewürz, gibt es im guten, gut sortierten Reformhaus. Dann haben wir hier eine Packung Trockengerm, natürlich auch normaler Germ möglich, das wären dann 30 Gramm, wenn man einen Germwürfel nehmen möchte. Dann natürlich Mehl, ich nehme immer Dinkelmehl, ist glaube ich eh schon bekannt. Wichtig für die Nussbodize, kein Vollkornmehl dazu mischen, wird der Germteig einfach zu trocken und zu brüchig. Also hier wirklich nur weißes Mehl nehmen. Ich habe wie gesagt Dinkelmehl. Man kann hier sehr gerne auch Weizenmehl nehmen. Das ist Geschmackssache. Und ja, etwas Zucker werden wir auch benötigen. Natürlich eine Küchenwaage. Gut, und dann hätte ich gesagt, mischen wir einmal unseren Germteig zusammen. Für unseren Germteig benötigen wir 250 ml lauwarme Milch. Also wichtig, wenn man es direkt aus dem Kühlschrank genommen hat, etwas heißes Wasser dazu, dass es dann so handwarm ist. Das ist wichtig für den Germ, damit der Germ richtig arbeiten kann. Dann 500 Gramm von unserem Mehl, zwei Dotter. Bitte wichtig, nur den Dotter nehmen, nicht das Eiklar. Nach Belieben zwischen 30 und 50 Gramm Zucker und ja, das war's, glaube ich schon. 500 Gramm Mehl habe ich schon gesagt. Gut, dann geht's mal los. Ich habe jetzt die Zutaten einmal alle zusammengemischt. Ich habe jetzt die Kamera kurz hoch, damit ihr da auch reinsehen könnt in die Schüssel. Zucker habe ich einfach nur so drüber gestreut. Milch ist abgewogen. Meine Milch war nicht kalt, deswegen habe ich jetzt auch kein heißes Wasser dazu getan. Ja, jetzt kommt die Milch noch dazu und dann wird das Ganze mit unserem Knethaken in der Küchenmaschine bearbeitet. Nachdem das geschafft ist, ich hoffe, man hat das recht gut gesehen mit dem Zusammenmixen, wirklich zuerst auf eher kleinerer Stufe und dann, wenn man merkt, der Teig kommt und wird, dann kann man ihn einmal richtig ordentlich durchkneten. Beim Dinkelmehl aufpassen, das kann schnell passieren, dass der Teig überknetet ist und das ist dann auch nicht das Wahre. Ja, dieser Teig hier wird jetzt so circa eine halbe Stunde, bis er wirklich schön gegangen ist, rasten. Und wir werden in der Zwischenzeit unsere Fülle vorbereiten. So, für unsere Fülle benötigen wir nun von unserer Milch 200 ml, von den Haselnüssen 250 Gramm, wobei ich mag gern mehr Fülle. Das heißt, ich nehme ein bisschen mehr Milch, ein bisschen mehr Fülle, also ein bisschen mehr Nüsse. Das ist nach Belieben, weil mit dem genauen Rezeptangabe, es kommt wirklich nicht sehr viel Fülle raus und das ist, die Menge reicht dann doch für zwei Nussbodizen. Und wie gesagt, ich mag sehr mit mehr Fülle, also nehme ich auch ein bisschen mehr. Dann nehmen wir so zwischen 60 und 80 Gramm Zucker, wobei ich hier mit Agavendicksaft auch ein bisschen mischen werde, dazu mischen, Alternative.
ein paar Brösel drüber streuen für die Festigkeit und Rosinen nicht vergessen, je nach Geschmack. Mein kleinerer Sohn mag sie nicht so gerne, das heißt, ich nehme nicht ganz so viele. Der es gern mag, kann gern mehr reintun. Und zu guter Letzt für den super Geschmack Rum. So, unsere Milch ist dann gleich soweit. Den Topf, so. Ja, man sieht schon, sie raucht schon. Das heißt, es können jetzt die restlichen Zutaten dazu. So, unsere Fülle ist fertig. Ich schwenke jetzt da nur in den Topf hinein. Entschuldigung für die Wackelei. Damit man sieht, es sollte auf jeden Fall eine streichfähige Masse bleiben. Also wenn man dann zu viel Nüsse erwischt, kann man ja mit Milch noch etwas nachhelfen, so wie ich es getan habe. Wie ihr gesehen habt, ich habe alles immer nach Gefühl hineingegeben, also Gewürz, Rum etc. Das bleibt einfach euch selbst überlassen. Vielleicht zuerst am Anfang einmal etwas weniger, man kann sich ja dann langsam herantasten an das Gefühl, an die passende Menge oder auch an den Geschmack, den man gerne mag. Gut, und wenn unser Germteig dann fertig gegangen ist, dann melde ich mich wieder. So, wir haben unseren Teig jetzt gehen lassen, circa eine Stunde. Wir werden jetzt diesen Teig teilen, wobei ich mache eine größere Nussbutizie und eine kleinere. Ich habe ja auch schon zwei Formen vorbereitet. Die kleinere bekommt eine liebe Bekannte von mir und die größere ist von uns. Ja, und dann wird die Fülle darauf verteilt. Also los geht's. So, wir haben die erste Nussbutize, also wie Sie jetzt gesehen, unbedingt wichtig, die Fläche ordentlich einmehlen, weil sonst hat man ein bisschen Probleme, dass es pickt. Im Notfall kann der Teigschieber ganz gut helfen. Ja, sie ist jetzt in der Form drinnen und wir werden sie jetzt hier in der Form noch so circa Viertelstunde, 20 Minuten gehen lassen. Und mit der kleineren Variante machen wir das Gleiche. Das ist jetzt auch unsere zweite Nussbutize in der Form drinnen. Aber wie gesagt, ca. 20 Minuten werde ich die jetzt noch gehen lassen und dann melde ich mich wieder. 1 hour later. So, es ist jetzt circa 15-20 Minuten vergangen. Wir werden jetzt unsere Nussbutizen mit etwas Milch bestreichen. Ich habe auch das Rohr schon vorgeheizt auf 160-170 Grad. Wichtig hier ist nicht zu heiß, sonst wird die Nussbutize außen zu schnell schwarz bzw. verbrennt und ist dann aber doch noch nicht fertig. Also Ober- und Unterhitze 160 bis 170 Grad ist völlig ausreichend. Dann hat der Germ auch noch Zeit oder der Teig auch noch Zeit, dass er schön hochgehen kann. So. Gut. Ich werde jetzt die Kamera wieder hochheben, damit ihr das auch seht, was ich da gemacht habe, wie das Ganze ausschaut. Ja, ich denke, das schaut gut aus. Also ab ins Rohr damit, wir hören uns später. So, meine Lieben, wie man sieht, die Nussbutize schaut ganz geschmackig aus.
Ich hoffe, ihr habt ein wenig Freude beim Nachbacken des Rezeptes. Schreibt uns gerne in die Kommentare oder schickt uns ein Foto, wie die Nussbutete bei euch geworden ist. Lasst uns gerne ein Like da und natürlich immer wieder abonnieren. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!